Guten Abend, ich interessiere mich ja für alles und so habe ich einen Link zufällig bekommen und zwar auf diesen zufälligerweise. Ja, ich sag gerne schon, das ist ein Freund. Der beschäftigt sich mit solchen, naja, ungefährlichen Waffen. Ungefährlich sind die nicht. Und da hat mich das natürlich interessiert. Der hat auf 50 Meter geschossen. Ich verlinke euch das auch gleich und da stand, das Ding hier hat 43 Joule Geschossenergie. Und das ist schon ein Ding. Das hat mich natürlich wieder gereizt, das nachzuprüfen. Er hat es hier vorgestellt anhand dieser Pistole, ne? Also Arcus Harpoon CO2 Handharpune mit 34 Joule Power, ein High-Abwehrgerät. Ich fand das gut. Er stellt es auch immer sehr schön vor. Und ja, dann hat er einen Schusstest gemacht mit dem Vorgänger. Das ist eine Arcus Viper CO2-Pfeilpistole. Die hat genauso viel Energie. Ich habe dann mal die Daten rausgenommen und dann möchte ich mal erinnern, wir hatten ja mal in einer Physikstunde das gemacht, wie kann man die Geschossenergie in Joule von so einer Softairpistole überprüfen und ausrechnen und wie man dann rechnerisch herangeht. Also rein rechnerisch mal die Ausgangsdaten. Mein lieber Freund Olli hat sich hingestellt und hat tatsächlich eine Scheibe auf 50 Meter mit einer Pistole getroffen. Eine Pistole zu schießen, wer das weiß, ist wirklich nicht so leicht wie ein Gewehr. Vor allem zu treffen ist nicht so leicht. Und Donnerwetter, er hat das immer wieder geschafft. Und ja, die Ausgangsdaten. Also ich habe jetzt mal 1,6 Meter angenommen. Olli ist größer. Ich habe das jetzt schlecht gezeichnet. 1,6 Meter Höhe. Da flog das Geschoss los. Es geht um einen waagerechten Wurf. Und ich glaube, ich werde es dann mal hier verlinken. Was passiert beim waagerechten Wurf? Da haben wir zwei Geschwindigkeiten. Einerseits die Vorwärtsgeschwindigkeit des Geschosses, aber das fällt ja immer weiter in Richtung Erde. Und diese Fallgeschwindigkeitskomponente, deswegen habe ich hier einen Meter angenommen. Aber um die Geschossenergie auszurechnen, braucht es das gar nicht. Die Daten habe ich dann mal sicherheitshalber geschrieben. So ein Geschoss, ein Pfeil, wiegt 21 Gramm, also 0,021 Kilogramm. Vielleicht werde ich dann auch nochmal hier drauf eingehen. Ihr könnt dann ruhig hier draufklicken und das Video wartet hier und euch solchen Links mal widmen, um da euch weiterzubilden, wie geht man mit Einheiten um und alles solche Geschichten. So, und dann habe ich folgende Rechnung aufgemacht. Ich habe erst die Formel aufgestellt. Kinetische Energie ist Masse, in diesem Fall hier Masse des Pfeils, halbiert mal die V0, man sagt die Anfangsgeschwindigkeit, aber zum Quadrat. Ich habe dann eingesetzt, ne, m oben auf dem Bruchstrich, v auch auf dem Bruchstrich, aber da der Zahlenwert quadriert werden muss, habe ich den in Klammern zum Quadrat gesetzt, das ist sicherer, damit ich es dann beim Rechnen nicht vergessen. Und da Meter pro Sekunde die Geschwindigkeit quadriert wird, habe ich Meter Quadrat und Quadratsekunde hier stehen. So, ansonsten diese 2, die bleibt unterm Bruchstrich. Ja, und dann habe ich ausgerechnet mit dem Taschenrechner und kam auf 32,9 Kilogramm mal, Achtung, ne, Kilogramm mal Quadratmeter pro Quadratsekunde. Das sieht natürlich doof aus. Ich selber, mir macht das nichts aus, weil ich mich auskenne, aber ich möchte mal daran erinnern, wir wollten ja eigentlich Joule haben. Und ja, wie gesagt, ich kenne mich aus und jetzt erläutere ich mal ganz kurz, wie man mit diesen Einheiten umgeht. Und zwar, ich habe mal Meter zum Quadrat in Meter mal Meter aufgeteilt. Und siehe da, ich habe Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde einzeln stehen. Man spricht das Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. So sagt man dazu. So, und dann kann man in allen Tabellenwerken sehen, Joule ist ja auch Newtonmeter. Und ein Newton ist ein Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Hier, das Gelbe, das ist es. Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Und wenn ich dann Newtonmeter haben will, dann sage ich, okay, wenn das hier Newton ist, dann kann ich ja mal Meter dahinter schreiben, ne, und das habe ich farbig markiert, also habe ich rausbekommen 32,9 Joule. Naja, nu, 34 Joule, 32,9 Joule, das dürfte es jetzt nicht groß ausmachen. Jetzt habe ich mich aber gefragt, ja, ist denn das Ding gefährlich? Natürlich ist es gefährlich, die Pfeile sind spitz und so spitz wie furchtbar. Also Rasierklingen, scharfe Klingen sind damit dran, sodass man wirklich tatsächlich da, naja, ein Hai würde man nicht töten können, aber zumindest die werden sich so verhaken, dass das dann schon wirkt. So, und jetzt habe ich das mal die Daten herausgenommen für eine tödliche Waffe, habe die gleiche Rechnung angestellt und komme auf 300 Joule. Das ist
Naja, das sind 9- bis 10-fache, ne? Und ich sage trotzdem, Achtung, Vorsicht, Achtung, trotzdem vorsichtig sein, weil ich verlinke euch diese beiden, na, hier, diese beiden Videos. Ihr könnt ja mal sehen, wie tief dann der Pfeil drin steckt in einem Pfeilfang, in einer Pfeilfangvorrichtung. Und das lässt doch zu denken übrig. Also, seid vorsichtig, kauft euch so einen Mist nicht, das, also als Schüler vor allem, das gibt es sowieso erst ab 18 und Olli ist da ganz scharf, der achtet da auf wirklich alles und wenn es nur riecht nach Missbrauch, dann verkauft er euch das nicht. Aber beeindruckend. Ich sage mal beides beeindruckend. Wie gesagt, beide werde ich euch verlinken und ich hoffe, ihr kommt jetzt besser klar, auch mit Einheiten, mit der Berechnung und natürlich auch, wenn ihr irgendwie eine Soft-Air-Pistole oder sowas habt. Stimmt denn die Geschossenergie? Ihr braucht ja bloß die Formel anzuwenden, umzuwandeln, ne, in Kilogramm, damit das mit den Einheiten rauskommt. Diese Gramm der Geschosse, die sind ja sehr wenig. Und dann rechnet mal los und dann überprüft mal, ob der Hersteller das Richtige angegeben hat. Und ich sage trotzdem nochmal, auch wenn das die zehnfache Energie ist, das Geschoss ist viel leichter, 6,1 Gramm habe ich mir herausgesucht, aber die Geschwindigkeit, die macht es auch. Und die wird quadriert. Das ist also das, ja, Quadrat mal so schlimme. So muss man das sagen. Gut, ich hoffe, es hilft euch bei den Berechnungen in Physik und hat euch ein bisschen Freude gemacht und ihr habt was verstanden. Das ist ja mein Ziel. Also, na denn, übt das mal. Das macht Spaß und es macht schlau. Und schlau sein ist cool. Also, bis dann. Tschüss.